Ich habe gerade überlegt, läuft das auch? Ja. Läuft. Dann nochmal. Ja, wo laufen sie denn? Hallo und willkommen zurück zu Storytelling Teil 3. 3. 3 sind wir jetzt gerade. Wer hat mitgezählt, was war am Anfang? Am ersten Punkt, so ein Storytelling, ging es genau darum, rauszufinden, wer ist denn mein Kunde? Punkt Nummer 2, wo liegt der Schmerz, wo sind die Probleme, die Herausforderungen des Kunden, in extern, intern, philosophisch, bringt uns zum dritten Punkt, jetzt wo du weißt, das ist der Kunde, da tut es ihm weh, dann trifft der Kunde dich. Ob in einem Aufzug, ob in einem Taxi oder wo auch immer online, wie du jetzt uns hier. Und die Frage ist doch immer, warum sollte dieser Kunde dir auch zuhören? Und da schauen wir in diesem Video rein, was für 2 Punkte du tun kannst und ausbauen kannst, damit dir der Kunde zuhört. Entscheidend ist ja, damit jemand bei dir kauft, dass der Kunde, dein möglicher, genügend Vertrauen hat. Weil ohne Vertrauen in dich, dass du das hinbekommst, um das Problem von ihm zu lösen, wird er nicht bei dir kaufen. Soweit ist, denke ich mal, klar. Und um Vertrauen zu gewinnen, gibt es mehrere Möglichkeiten. 2 möchten wir euch ganz bewusst jetzt mitgeben. Das eine ist zum einen Empathie und das zweite ist das Thema Autorität. Und wenn wir jetzt mal auf uns kurz reflektieren dürfen, Autorität hängt natürlich daran, wie kannst du so etwas gestalten. Wir beide haben insgesamt 3 Bücher geschrieben. Das heißt, wir sind auch Autoren und Autoren kommt in dem Fall von Autorität. Das heißt, wir wissen genau zu bestimmten Themen, was sie bedeuten. Fragst du uns in dem Fall, wie funktioniert Tierhaltung, glaube ich, können wir beide nicht sagen, da sind wir die richtige Autorität dafür. Fragst du uns aber zu Themen wie beispielsweise Effektivität auf das Thema Mindset, auf das Thema Change und Veränderungen, da sind wir dann die Experten dann dafür. Genau, bringt uns zu Punkt Nummer 2, nämlich der Empathie. Wie schaffe ich es, Empathie aufzubauen? Empathie ist anders übersetzt die Antwort auf die Frage, versteht der mich? Also du als Guide, verstehst du deinen Kunden? Wenn er dieses Gefühl nicht hat, dass du ihn verstehst, wird er nicht kaufen. Und daher sind wir wieder bei dem USP, kam er schon öfter vorbei, nämlich You, Special Person. Wenn dein Kundenavatar du selber bist, bevor es bei dir Klick gemacht hat, dann hast du Empathie automatisch. Warum? Du warst schon vor Monaten oder Jahren in derselben Situation, wie heute dein Kunde ist. Das bedeutet, wenn du die 2 zusammenwirfst und sagst, Empathie, lieber Kunde, ich verstehe dich, plus Autorität, wie Steffen gesagt hat, ich weiß, worüber ich spreche, vielleicht habe ich Referenzen, vielleicht habe ich Bücher, vielleicht habe ich es durch meine eigene Erfahrung von minus 8 zu plus 5 geschafft, dahin zu kommen, das schafft Vertrauen. Und daher ist deine Aufgabe im Endeffekt, was macht dich zum perfekten Helfer? Das heißt, warum bist du derjenige, der ideal für deine Kunden ist? Und schreib das einfach mal alles auf. Da du kannst es gerne in Stichpunkten machen, du musst es nicht hier in 2 Seiten niederschreiben. Aber schreib dir einen Stichpunkt auf, warum bist du der ideale Helfer? Und baue möglichst viele Dinge ein, auch in dem Fall sowohl die Gefühlsebene, was Norman gerade eben angesetzt hatte, wie auch die Dinge, die du zum Beispiel auch wirklich faktisch bereits nachweisen kannst. Ganz genau. Denn bei allem, was wir tun, es geht immer um was? Lebe deine Berufung.